Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. In Kayoglu, Spitzname Hans. Fangen wir mal vorne an. Viele wundern sich, woher der Spitzname kommt. Wann ist das entstanden? Wie ist die Geschichte dazu? Ja, wegen dem deutschen Pass ist er losgegangen. Die haben sie mal gefragt, wo ich den deutschen Pass gehabt habe. Und die haben sie gefragt, normalerweise müsste ich einen deutschen Namen kriegen. Was heißt das zu sehen? Da habe ich mal zufällig eingefallen, Hans. Seitdem ist er Hans geblieben. Klar, Trikots müssen mit, Hosen müssen mit, Stutzen müssen mit, Fußballschuhe, das weiß jeder. Gibt es Sachen, wo man im ersten Moment sagt, um Gottes Willen, warum nimmt der das mit? Ja, das ist Aberglaube. Jeder will sein. Natürlich gibt es auch mal ohne Hose, wenn privat ist. Wenn ohne Hose, kann er nicht spielen. Oder ohne Socke, kann er nicht spielen, der muss halt mitgehen. Wenn du sagst, Trikot liegt im Boden, nein, der will es im Haken haben, sonst kann er nicht seine Aberglaube glauben kann, weil dann spielt er halt besser. Du machst es viele, viele Jahre schon. Wie viele genau? Seit 1975, 37 Jahre. Mit meinem Vorgänger, 37, Josef Klimisch, mit ihm zusammen gewesen. Ich war sein Vertreter gewesen. Seitdem bin ich dabei. Natürlich einpacken, der muss ein bisschen dann in freier Kopf haben, dass du auch nicht vergessen kannst. Irgendwann gibt es immer Fehler. Aber das macht schon Spaß. Wann fängt die Planung an? Wann fängt ihr an, Sachen zu packen? Die Planung fängt schon im Wildpark an. Wir tun nach dem letzten Training fangen wir an, schon die ganzen Kisten in den Bus einzuräumen. Und es ist ziemlich viel Material, was wir mitnehmen. Über Arztkoffer, Medikamente, Tape-Material, alles Mögliche, Massagelotionen, Wasser, Schokoriegel gehören auch dazu. Bis abends ins Hotel, dort ausladen und da geht die Arbeit weiter. Um was geht's da konkret? Tape-Verbände, nochmal Medikamente geben, was passiert da? Ja, ist so eine Mischung aus allem, über Medikamente und spezielle Einzelbehandlung, irgendwelche Körperpartien. Meistens sind es kleine Blessuren, die im Wildpark entstanden sind. Es ist meistens für jeden Spieler eine halbe Stunde eingerechnet. Bringst du alle gut durch den Abend. Ja, ein Heimspiel ist jetzt nicht so zeitaufwendig. Wir sind nicht so lange unterwegs und wir müssen auch weniger rumtragen. Ja, aber im Großen und Ganzen erleben wir auswärts natürlich mehr. Und man muss auch sagen, es ist eine schöne Arbeit auf jeden Fall. Es ist ja nicht so, dass es keinen Spaß macht. Jeder Spieler ist, denke ich, einem dankbar und man bekommt es auch von den Spielen in gewisser Weise zurück und von daher passt das auch alles. Wie gesagt, zu Hause ist es ein bisschen einfacher. Wir haben Heimhotel und von der Logistik ein bisschen einfacher, aber wie gesagt, auswärts macht schon ziemlich Spaß. Ihr habt mittlerweile, wir haben bei den Physios mal geguckt, eine ganze Menge Zeug dabei. Also Zeug in Anführungszeichen, medizinische Sachen, Verbände, Salben, vieles andere mehr. Was kann man eigentlich noch beeinflussen, so kurze Zeit vor dem Spiel? Ja, prinzipiell geht es darum, dass die Spieler, gerade in den letzten zwei Wochen haben wir zwei englische Wochen gehabt, natürlich auch nicht nur psychisch, sondern auch körperlich schon gestresst sind. Die muskuläre und psychische Anspannung kommt bei jedem Spieler etwas anders an. Da kann man sehr wohl nach dem Training, vor dem Einsatz, vor dem Spiel nochmal die Physiotherapeuten gewisse Muskulatur lockern, auch mal Strukturen dehnen, wo der Spieler vielleicht nicht im ersten Moment dran denkt. Also der Einfluss ist schon noch da. Medikamentös versucht man natürlich, wenn es geht, gar nichts zu machen, weil das macht ja letztlich keinen Sinn. Wenn es mal Kleinigkeiten sind, wenn man dadurch beeinflussen kann, dann nutzt man diese Möglichkeit natürlich auch. Prinzipiell beobachtet man zwar die Mannschaft, aber man geht nicht aktiv zu den Spielern, um irgendwelche Probleme, kleine Probleme schlimmer zu machen, als sie eventuell sind. Wenn die Spieler haben immer Zugriff auf mich, nutzen das auch, fragen mich nochmal, fragen, ob sie noch ein Medikament nehmen sollten, weil sie es die letzten Tage genommen haben, fragen gegebenenfalls, wenn sie was vor dem Spiel bräuchten, wann sie das nehmen müssen. Das wird gegebenenfalls auch mit dem Trainer abgesprochen, ob der Spieler ja von Anfang an spielt oder eventuell erst später zum Einsatz kommt. All die Sachen spielen eine Rolle. Kommt ja auch darauf an, wie früh man zu den Spielen fährt, ob man eine längere Fahrt hat, wie weit die Spieler noch von den Physiotherapeuten behandelt werden. Am Abend vor dem Spiel, teilweise auch morgens, wenn kleinere Verletzungen da sind, die man noch positiv beeinflussen kann. Beim Trainingsbetrieb unter der Woche habt ihr einen Defibrillator mit am Platz. Was für einen Sinn, was für einen Zweck hat das?
Ja gut, im Hochleistungssport ist das ja ein Thema in den letzten Jahren, der plötzliche Herztod auf dem Sportplatz sozusagen. Und die letzten Jahre ist es auch publik geworden, dass man die jungen Sportler, die einen akuten Herztod erleiden, zu 20%, 30%, 40% retten kann, wenn man in den ersten Minuten einen Defibrillator zum Einsatz bringt. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV, powered by Baden TV.